Du hast eine DJI-Drohne, vielleicht eine Mini 4 Pro oder eine Avata oder irgendwas dazwischen, dann herzlichen Glückwunsch, das Video ist für dich, denn es geht um die Kernkomponente, die alle Drohnen mit der DJI Fly App geflogen verbindet, nämlich die Akkus. Und egal ob Mini 2 SE, Mini 4K, Mini 3 Serie, Mini 4 Serie, die Avata oder was Großes wie die R3, alle Akkus haben so viel gemeinsam, was du unbedingt wissen solltest. Warum ist zum Beispiel der Akku nach ein paar Tagen nicht mehr voll? Was bedeuten diese LEDs? Warum sind sie unterschiedlich? Kann man den Akku schneller laden? Wie sollte man den Akku lagern? All das erkläre ich dir heute. Ja, und du musst keine Batteriekunde studiert haben, um zu wissen, was diese LEDs bedeuten, denn ich blende sie hier in einer Tabelle für dich ein. Es ist jetzt aber auch dann sehr einfach zu sehen, dass diese LEDs nur eine ungefähre Ladezustandsanzeige sind. Hast du einen Akku ohne aktive Ladezustandsanzeige, dann musst du den Akku entweder in den Charging Hub oder also in das Ladegerät oder über die Drohne selber abfragen. Zweite Möglichkeit, du steckst den Akku in die Drohne, startest die Drohne, startest die DJI Fly App und über die DJI Fly App kannst du den Zustand des Akkus sehen. Ja, okay, aber aufwendig. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit und das ist für viele, aber nicht alle Drohnen. So zum Beispiel hier für die Mini 3 bzw. Mini 4 Serie gibt es so ein intelligentes Ladegerät bzw. es zeigt dir dann an, in Prozentsatz, wie voll der Akku ist bzw. hey, da steht ja auch noch was anderes. Da stand nämlich Temperatur und Ladezyklen. Wer sich schon immer mal gefragt hat, was so ein Ladezyklus ist, das ist relativ einfach zu beantworten. Das sagt DJI nämlich, sind 75% circa der Ladekapazität oder Verbrauchskapazität. Hä? Was wie? Ja, pass auf, du lädst den Akku auf 100% voll und entlädst ihn auf 25% circa. Ob das jetzt genau auf den Prozent für die entsprechende Drohne ist, das weiß nur DJI. Aber sobald 70 oder 75% erreicht sind, zählt ein Ladezyklus. Ja, und natürlich möchtest du wissen, wie viele Ladezyklen bzw. Lebenszyklen so ein Akku haben kann. Und DJI gibt an, für normale Drohnen knapp 200 bzw. 6 Monate, bevor der Akku stark degeneriert. Aber, also es ist so ein schleichender Prozess. Und du bist dafür natürlich auch mitverantwortlich bzw. äußere Begebenheiten wie Temperatur und wann lädst du den Akku bzw. wie stark entlädst du den Akku? Der erste und wichtigste Tipp ist, entlade den Akku niemals auf 0%. Ich würde immer mit 20 bis 30% wieder landen und dann den Akku schonend, also abkühlen lassen und dann wieder laden. Bei FPV-Drohnen, also der großen FPV, der Avata und Avata 2, sind es übrigens nur 100 Zyklen, also auch 6 Monate. Wirst du nirgendwo finden, steht so im Kleingedruckten in irgendwelchen Foren, tralafitige Döns drin. Aber es ist ja auch ein chemischer Prozess und es ist ja auch ganz klar, dass da eine Degeneration stattfindet. Das heißt, der Akku altert. Immer. Jetzt ist das so, ich hatte ja gesagt, warum ist denn der Akku immer leer? Das liegt daran, dass die Lagerspannung von jedem DJI-Akku bei 60% optimal ist. Da ist noch Restenergie drin, aber nicht zu viel. Das heißt, der Akku bläht nicht auf. Und damit du lange Freude an deiner Intelligent Flight Battery hast, und das ist die offizielle Bezeichnung von DJI für die entsprechenden Akkus, ist eine automatische Entladefunktion im Akku selbst verbaut. Innerhalb von 3 Tagen Nichtnutzung entlädt sich der Akku auf 96%. Gut. Innerhalb von 9 Tagen Nichtnutzung entlädt sich der Akku automatisch auf 60%. Oha, ja, und 60% ist halt die optimale, hatte ich ja gerade schon gesagt, ne? Optimal für den Akku. Aber bedeutet, da ja die meisten Drohnen so im Regal stehen und nicht geflogen werden, auch nicht bei dem Wetter, musst du tatsächlich den Akku nachprüfen und neu aufladen. Solltest du länger als 3 Monate den Akku überhaupt nicht benutzt haben, empfiehlt DJI, den Akku nochmal neu aufzuladen. Also ich meine auf 100% vollzuladen und dann halt wieder
automatisch entladen zu lassen. Beim Laden selber geht DJI in der Regel immer den gleichen Weg bei den Drohnen. Sie haben zwar hier diesen Multicharger, also für verschiedene mehrere Akkus, aber es wird immer nur ein Akku nach dem anderen geladen. Es wird kurz geprüft, welcher Akku der vollste ist und der wird dann geladen, als erstes geladen, damit du als erstes und schnell wieder losfliegen kannst. Diese Drittherstellerladegeräte können je nach Ladeleistung, was du da reinsteckst, also wie viel Watt da hier reingehen, 2 oder sogar 3 Akkus gleichzeitig laden. Die maximale Stromaufnahme von so einem Akku ist jetzt aber nicht linear, sondern sie geht in so einem Zyklus, also in so einer Kurve von 0 bis 70 oder 80 ziemlich schnell und danach wird es langsam. Du kannst also, wenn ein DJI-Akku mit 18 Watt geladen werden könnte, zwar 100 Watt hier dran anschließen oder hier dran anschließen, aber der Akku selbst bestimmt, wie viel Strom er aufnimmt. Das kannst du nicht beschleunigen. In der Regel ist es aber so, dass hier so ein Ladegerät den Akku an sich schneller lädt, als wenn du ihn in der Drohne laden würdest. Da musst du mal genau in die Anleitung gucken von deiner Drohne bzw. dem Ladegerät, wo welcher Akku am schnellsten geladen werden kann. Ich persönlich würde den Akku auch nicht in der Drohne laden, weil, Achtung, dann natürlich eine andere Wärmeentwicklung stattfindet und Wärme bzw. Ladegeschwindigkeit sind halt nicht die besten Freunde. Je wärmer, desto schneller ist die Degeneration. Das passiert jetzt nicht dramatisch vieles, aber Kleinvieh macht auch Mist. So zum Beispiel hat jetzt hier so ein Drittanbieter für die R3 ein Ladegerät, wo, ach Moment, falsche Seite, hier unten so Lüfter drin sind. Das heißt, da wird dann die warme Luft abtransportiert. Ist jetzt nicht verkehrt. Kann man übrigens mehrere Akkus gleichzeitig laden, nicht wie das Originalladegerät. Aber am Ende des Tages musst du mir sagen, wie du deine Akkus lädst. Das interessiert mich sehr, denn nur so kann ich halt auch den Content machen, der dich interessiert. Und dann sind wir auch schon dabei, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, 2 Likes, Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare, vielleicht ein Abo. Welche Drohne fliegst du? Also vielleicht ein Abo wäre ganz nice von dir. Welche Drohne fliegst du? Welche möchtest du gerne kaufen? Wie viele Akkus hast du? Und nutzt du immer nur einen Akku, damit die anderen Akkus geschont werden? Oder rotierst du die Akkus miteinander, nacheinander? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned!